Der Mann fängt an. Ja, willkommen zu Homie the Clown. Das Spiel, das 1993 erschienen ist. Homie the Clown ist halt eine Figur von der in den 90er Jahren herausgekommenen Comedy-Serie In Living Color. Das Besondere an In Living Color war halt, dass das eine Comedy-Reihe war, in der nur Personen farbiger Hautfarbe aufgetreten sind. Und der Run ist interessant. Es hat seinen Grund, wieso der im Trash-Block ist. Und der will ich jetzt nicht verraten. Ich schaue mal kurz auf Schedule, weil ich noch gleich die Anfangszeit ändern muss. Ja, wir laufen erstmal los. Click-and-Point-Spiel? Und Click-Adventure, ja. Okay. Hey Clown, give me your wallet. Also wir sehen schon sehr realistisch. Wir werden mitten auf der Straße überfallen und sind jetzt erstmal in einem wachen jetzt in einem Krankenhaus auf. Und das Spiel hat auch so ein paar Bugs. Beziehungsweise Glitches. Ja, wir laufen jetzt erstmal durch die Stadt. Das war übrigens der schnellste Anfang eben, dass wir uns im Gesicht haben schlagen lassen und im Hospital aufgewacht sind. Wir fahren jetzt U-Bahn. Ja, gibt halt mehrere Stationen. Und unser erstes Ziel ist die Station Lincoln. Nein, Madison müssen wir aussteigen. So, erstmal raus. Und diese Straße entlang laufen. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt das ein bisschen postapokalyptisch. So, Straße entlang laufen. Und wir haben jetzt diesen Rubber Glove. Erstmal wieder orientieren. Okay, wir haben da, jetzt weiß ich, wo ich bin. Wir sind in Washington und müssen jetzt erstmal gleich ein paar Sachen aufsammeln, nämlich die Blue Cap. Sammeln dann auch eine Credit Card auf. Und dann geht's durch die Straße. Washington ist einfach der Stadtteil, wo wir die Sachen halt aufnehmen können, die wir auch brauchen für das Endziel. Hat das storymäßig irgendeine Bewandtnis, warum wir rumlaufen wie so ein geisteskranker Clown? Weil wir ein Clown sind, der geisteskrank ist. Okay. Ja, jetzt haben wir diese... Ja. Diese nette Gesichtsmaske, diesen Karton. Nehmen die Kreditkarte mit. Vorlage für Metal Gear? Audit? Nee. So, laufen wir die Straße entlang. Wir müssen noch gleich eine Red Cap aufnehmen. Er ist irgendwie, das ist Los Locos Turf. Okay, das ist irgendwie so ein Typ. Nutzen jetzt die Blue Cap. Dadurch werden wir jetzt als Gangmitglied identifiziert und nehmen die Red Cap mit. Und gehen in das Community Center hinein. Wo wir uns jetzt ein Kleid oder einen Anzug zugeholt haben, laufen jetzt wieder die Straße entlang, nehmen wieder die U-Bahn. Und in der U-Bahn ist der nächste Ausstieg. Madison. Und ich kann jetzt schon mal verraten, es wird einen kleinen Clip geben. Naja, aber Konsolen Easy Gauntlet war ja Fantasy-Setting. Das ist ja doch eher realistisch angehaucht mit dem Stoppzeichen und so. Dem Müll, der überall herumliegt. So. Wir nutzen das U-Bahn-Token, also unsere Fahrkarte.
und fahren die U-Bahn entlang. Next stop of the train, Madison, bitte aussteigen. Wir müssen jetzt in den Untergrund, in die Kanalisation. Und wir kommen dahin. Ja, dem Mann die Red Cap geben. Und weg ist er. Ja. Einfach so. Einfach so. Warum auch nicht? Was von Half LOL Konsolen easy. Man sieht auch diese astralen Übergänge. So, das ist jetzt ein Clip. Diese Frau steht uns im Weg und wir sprechen halt mehrere Male mit ihr. Der Runner hat mir halt noch eine Erklärung geschickt. Das kommt halt so. Das Spiel priorisiert halt vertikale Bewegungen gegenüber horizontaler Bewegung, sodass halt horizontale Bewegung immer eine Bewegung zurück ist. So, gehen in diese Kanalisation rein und da wieder raus. Und je mehr wir halt reden, desto mehr werden wir halt zurückgestoßen, aber gleichzeitig halt, ja, auch immer auch höher quasi gestupst. Und dadurch, wenn wir uns halt diagonal bewegen, können wir halt an diesen Personen vorbei. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ich werde es mir wahrscheinlich nochmal anhören müssen, aber ich glaube, das Grobe habe ich verstanden, ja. Gut. Einfach merken, Gespräch und horizontal. Beziehungsweise diagonales Movement. So, dem Mann geben wir unsere Dollarbill, weil der hat irgendwas. Mehrere Dollarbills. Alle unsere Dollarbills. Und halt eine Krawatte. Und der Junge will eigentlich ein Gummitier haben. Nur, wir machen keine Gummitiere. Wir finden Gummitiere eh schrecklich. I don't think so. Homie don't make a fool out of himself. Homie don't play that. Ja, will nicht. Also geben wir einfach den Rubber Glove, der jetzt ein Ballon ist. Und das Kind ist zufriedengestellt. So, Dollar Bill, damit der Mann halt aus dem Weg ist oder sich blockiert. Man, setzt das Typ Glück in Clown Suit. So. Hat er gar nicht so unrecht. Ja, wir sind jetzt in diesem Gebäude, müssen uns jetzt umziehen. Das means we have a dress code here, so you need a tie. Wir haben ja diesen. Den Schlips. Den Krawatten. Die Krawatte, den Vatermörder. Hi. Und so geht es halt weiter. Asteroid, ich weiß es gerade nicht. Building Pass. Ich denke, die Kreditkarte tut's auch. Und wieder klippen wir uns durch diese Person. Aufzug. Längere Spielzeit dann. Ja. Also es gibt wesentlich mehr Items in diesem Spiel zu sammeln, nur der Runner nimmt das halt nicht auf, weil er braucht halt nur die Items, die ja, die wir sowieso haben. Also wieder durch die Person klippen. So, wunderbar. Ja, WR ist es nicht, weil er einfach viel zu oft in der Held ein bisschen herumspinnt. Ach, Marathon halt. Man muss ja ein bisschen was zeigen. Ja. Fragt, ob wir uns arbeiten und wir... Natürlich tue ich das. Also wir sehen, der Clown ist sehr entspannt, überhaupt nicht griesgrämig.
Arthodops. Ja, Arthodops. Mit der Kreditkarte kommen wir rein und laufen jetzt zu dem Chef dieser Firma. Nein, er hat eine gefüllte Socke. Ziehen uns um. Ein smoothes Kleid. Eigentlich fragen, ob das ein Totschläger ist, aber okay. Na gut. Wieder in einem Clownsuit. Und Time. Hier ist Ihr Contract. Sagen Sie die Pointe. Bitte die Pointe. Gute Singen und Bang! Wow. Just wow. Aber ich glaube, das ist bei dem Charakter Standard. Könnten Sie mir bitte helfen? Pock. Bang. Ist das Game scheiße? Willkommen im Trash-Block. Würde dem jetzt nicht widersprechen. Ja, das war das. Das war Homie the Clown. Ich muss dir gleich mal was erklären, wenn wir oben sind. Ich möchte mit dir woanders hin, Ziff. Okay. In Separé. Ich habe keine Ahnung, was er mit diesem Satz bezwecken möchte.